Sie sind hier, 28. September 2018, 15.13 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Cristiano Ronaldo sieht sich mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert, Urheberrecht Getty Images. Cristiano Ronaldo sieht sich erneut mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Im Spiegel äußert sich das mutmaßliche Opfer der Tat, ihr Anwalt erhebt Anklage. Schwere Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo, eine US-Amerikanerin behauptet, der fünfmalige Weltfußballer habe sie 2009 vergewaltigt. Die Tat habe sich in einem Hotel in Las Vegas ereignet, sagte Katrin Mayorga dem Spiegel. Auf Sport 1 Nachfrage kündigte Ronaldos deutscher Anwalt, Professor Dr. Christian Scherz an, rechtliche Schritte gegen das Nachrichtenmagazin einzuleiten. Die Reportage sei offensichtlich rechtswidrig. Es verletzt die Persönlichkeitsrechte unseres Klienten in einer außergewöhnlich schweren Art und Weise. Ronaldos Management Getty Fute verwies auf Sport 1 Nachfragen auf die Stellungnahme seines Anwalts. Schon vor eineinhalb Jahren hatte der Spiegel auf Grundlage der Football Leaks Dokumente darüber berichtet, dass der Juve-Star der Frau $375.000 zahlte, damit sie über die Vorgänge schweigt. Anwalt verklagt Ronaldo. Nun greift ihr Anwalt dem Bericht zufolge das Abkommen in einer Zivilklage in Nevada an. Mayorga erklärte, sie habe die Vereinbarung damals nur aus Angst um sich und um ihre Familie unterschrieben, doch das Papier und die Zahlung hätten ihr nicht geholfen, die Geschehnisse zu verarbeiten. Ihren Job als Grundschullehrerin habe sie aufgeben müssen. Ronaldo bestreitet die Tat. Als die Vorwürfe vor eineinhalb Jahren aufkamen, erklärten er und Getty Fute in einer offiziellen Stellungnahme, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.